ist ein neues Video und zwar... Ach was, da erzählst du mir mal jetzt ein, Bianca. Das glaube ich nicht. Ich habe euch gefragt, ob ihr nochmal ein Wahrheit- oder Pflicht-Video mit uns beiden sehen wollt. Und ihr wart sehr, sehr, sehr begeistert. Und des Weiteren habe ich euch nach lustigen Aufgaben und Fragen gefragt. Und da wart ihr auch sehr kreativ. Und wir haben uns einfach mal 10 Dinge auf einen Zettel geschrieben und ich würde sagen, es geht jetzt einfach direkt. Was machst du, Julian? Ich brauche einen Behälter, ganz klar. Jetzt ist meine Deko aus dem Schrank weg. Stört euch das? Deine dicke Hand passt noch nicht mal da. Das wird ein crazy Video, Leute. Ich sag's euch. Du fängst an? Was darf. Nee, du darfst gerne beginnen. Was darf für Sachen drin? Verpasse dem anderen eine Backpfeife. Nee, das steht einfach mal nicht drauf. Ich habe die Zettel nämlich geschrieben. Okay, nehme einen Lippenstift in den Mund und. Hirak? Und trag ihn dem anderen mit geschlossenen Augen auf. Mach ich. Du als Beauty-Experte kriegst es doch sicherlich schön hin, oder? Ja, dann brauche ich jetzt nur noch einen Lippenstift. Hier, schön roh. Ach, ich krieg den aufge... Toll, da hätte ich voll die dezente Farbe genommen. Jetzt habe ich voll das knallige Rot genommen. Ja, warum machst du das an die Seite? Weil du mal schneiden. Ja. Ich will den noch benutzen nachher. Hab ich wohl. Ich hab hier Wett in den Hals eingeladen. Das ist meine Wange! Also, stopp, Julian! Was soll das denn? Das Video hat gerade erst angefangen und du siehst jetzt schon scheiße. Ey, ganz ehrlich, das hast du doch extra ich gemacht. Ich habe es nicht extra gemacht. Ja, doch, ich habe so lang wäre. Ich bin total verformt. In meinem Kopf. Habe ich mir so eine Lippe vorgestellt? Ja, eine Lippe von einem Riesenmenschen oder was? Das konnte ich überhaupt nicht einschätzen. So, jetzt bin ich dran. Ja, ganz hübsch. Wir haben es an. Ach. Was geht denn echt los in diesem Video? Ich habe glücklicherweise eine Frage gezogen. Davon gibt es übrigens nur 2 in diesem Becher drin. Würdest du für einen Tag euer Leben tauschen? Wisst ihr was, das ist eigentlich eine crazy Frage. Weil wir eigentlich ein ziemlich ähnliches Leben haben, oder? Natürlich haben wir nicht dasselbe Leben. Ja, okay, also würde ich machen. Finde ich mega cool, einen Tag. Wir könnten ja mal ein Video drehen, da bist du ich und ich du. Einfach weg, vergessen und weiter. Okay, gut. Ja, das war schon. Wie würdest du es denn machen? Ja, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich finde es mega cool. Ich würde das jetzt nicht für ein Jahr tauschen wollen, aber mal so einen Tag ins andere Leben reinschnuppern. Ja. Fühlen, was da du kannst. Dann könnte ich auch so denken wie du, sehen, ne? Sehen, was du siehst. Ja, dann könnte ich viel weniger denken. Du Arsch, ey! Mache deinen Mund voll mit Eiswürfeln und lass sie eine Runde drin. Oh, das ist echt Julian, doof. Wo hast du eigentlich lesen gelernt? Wo hast du eigentlich schreiben gelernt? Okay. Das schmilzt doch dann einfach, da passiert doch nichts, wenn du es abreißt. Mach doch mal mehr, dein Mund ist doch noch voll lecker. Der hat nur 2 Eiswürfel. Oh, Mann! Der wird richtig aggressiv neben mir. Zerdrücke dem anderen mit deinem Fuß ein rohes Ei im Gesicht und das Meer, der Eis im Mund hat. Hab gemurgelt. Da bin ich wieder, Julian. Wie geht's deinem Mund? Angefroren. So, ich beeile. Mach mal! Okay, also pass auf. Oh Gott. Julian, man muss dazu sagen, Julian hasst Füße. Mach doch mal Hände! Guck mal, guck mal Socken an! Nein, ich zieh keine Socken an! Du bist gar nicht mehr im Bild, du Meckerknochen! Du darfst nicht aus dem Bild gehen, okay? Okay, sorry. Du musst gegendrücken. 1, 2, 3. Scheiße! Mir ist das Ei kaputt gegangen. Scheiße. Warte, ich muss ein neues Ei holen. Zur Beruhigung, das Ei war übrigens abgelaufen. Okay. Du hältst dir das Ei hier hin und ich drehe einfach gegen. Ja, genau. Das Ei noch nicht mehr. Okay, so. Ja, bist du bereit? Ja, aber nicht treten. Okay. Das tut mir auch irgendwie weh. Ja, aber ich muss treten, sonst geht's nicht kaputt. Ja, dann mach doch. Nicht, nein! Nicht treten! Nicht treten! Drücken! Okay, bleib im Bild. Au, warte! Jetzt mach doch hier! Ah! Nicht treten!
Es tut mir leid. Ah. Ja, okay. 1, 2, 3. Meine Gabe. Deine Hose ist voller Ei. Der Julian hat überhaupt keine Bestrafung bekommen. An deinem Kopf hängt nichts und bei mir ist alles voll. Rufe irgendwo an und tu so, als ob es deine Mama wäre und frag nach Unterhosen. Hallo? Hallo, Mama. Ich suche ja überall nach meinen Unterhosen und meinen jetzigen sind noch Kotstreifen drin und ich brauche jetzt unbedingt neue. Hast du gewaschen? Hallo, Mama? Hier ist keine Mama. Keine? Aber wer sind sie denn dann? Ich habe sie unter Mama gespeichert. Ja. Ich habe eine. Ich habe deine Mama unten im Wohnzimmer. Okay, kannst du mir die mal geben? Ich kann dir deine Mama nicht geben. Warum? Ja, warum? Weil du hier oben im Keller anrufst. Im Keller rufe ich an? Nee, nicht im Keller, im Keller. Ja, auf jeden Fall brauche ich Unterhosen. Hast du vielleicht noch Unterhosen? Hast du was getrunken? Ja, ein bisschen. Aha. Ich bin voller Kacke. Du hast mich gar nicht. Du hast mich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich mich voll gegruselt habe. Mann, wie hast du aufgelegt? Niklas, bist du? Der hat die einfach geklappt und so ein. Oh, wie hast du aufgelegt? Ich wollte dir sagen, dass mein ganzer Körper voller Kacke ist. Geil, ey. Du kriegst 10 Punkte von mir ohne Scheiß, ey. Das war einfach die geilste Aktion ever. Hast du was getrunken? So, weiter geht's. Tape dem anderen 2 Körperteile deiner Wahl zusammen und dann muss sie das restliche Spiel so halten. Das steht da aber nicht, oder? Nein, das habe ich nicht gemacht. Das hast du gestottert, ne? Ja gut, komm, dann tape mir irgendwas aneinander. Ich hole mal kurz pinkes Tapeband. Kannst du bitte schwarzes Tapeband mit? Nein, du bist Rechtshänder, ne? Dann nimm deine rechte Hand und tapen wir die dann hin. Aber das muss ja auch das macht dir Spaß, auf ne? deinen Mund. Außerdem, oh, ist das so witzig. Außerdem kann man das nämlich mega gut einfach so durchs Gesicht. Oh, nicht über meine Haare. Doch kein Klebeband über meine Haare. Zu spät. Oh, Janka, wirklich. Zu spät. Das ist scheiße, das krieg ich nicht mehr ab. Zu spät. War das nicht nochmal? Okay, ist ja gut. Ich kann es auch hier einmal durchs Gesicht. Nein, jetzt hört aber auf. Das heißt es jetzt. Es ist jetzt drum. Du solltest nur zwei. Jetzt noch. Mach das auf. Okay, sehr gut. Ich habe Haare an meinen Händen. An deinen Händen? Du hast doch kein. Guck mal bitte wieder jetzt auf. Jetzt noch. Ja, das bin doch noch ich dran, ne? Ja. Und jetzt ist irgendeine blöde Aufgabe. Ich raste ja auch. Guck mal, jetzt siehst du fast so aus wie ich. Sieht deine Hand gar nicht mehr aus. Guck mal, du siehst jetzt fast aus wie ich. Dich, was würde. Ach, eine Frage. Super, eine Frage. Bis jetzt, wo ich mich erinnere, ist eine Frage. Ich verstehe dich nicht. Also, jetzt verstehe ich. Also, ich halt genau zuhören. Durch was würdest du am ehesten springen? Durch Glasscheibe, durch Feuer oder durch eine Eiswand? Was ist das denn für eine blöde Frage? Ja, durch was denn? Hey, ich würde natürlich durch Feuer springen. Durch Feuer? Ja, natürlich. Das Erste, was ich gesagt hätte, wäre Glasscheibe. Ich springe doch einfach durch das Feuer. Ja, und in der Zeit fängt es an zu brennen. Ich springe doch da durch, du. Ein Eisern springe ich doch gegen. Ein Glas knall ich gegen und blute. Ich springe durchs Feuer. Schreibt mir mal in die Kommentare, wodurch ihr springen würdet. Durch Glas, durch Eis oder durch Feuer. Nimm einen Gebissabdruck mit einem Klumpen Knete. Wie ekelhaft ist das denn bitte? Könnte ich auf jeden Fall gerade nicht machen. Also ich habe mir jetzt so einen Klumpen hier gemacht und da soll ich jetzt reinbeißen. Aber richtig ordentlich. Oh, wie ekelhaft. Das muss ich aber nicht lange im Mund lassen, oder? Einen Schadenabdruck musst du machen. Ganz rein, ganz rein. Ich würde gerne den Kopf zusammen. Oh. Deine ganzen Zähne sind voller Knete. Das ist giftig bestimmt. Beachte mich im Hintergrund. Ich muss meinen Mund auswaschen. Sydney, wie darfst du deinen Mund auswaschen? Oh, ich habe noch nie so was Ekliges
so mein ganzes Haar widerlich. So, jetzt deine letzte Aufgabe. Und danach bin ich noch einmal dran. Mach zusammen eine komplizierte Yoga-Übung. Ja, mit einer Hand. Okay, Leute, ich habe auch schon was richtig Lustiges rausgesucht. So, und zwar geht es um diese Yoga-Übung. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal aus. Ich stelle jetzt die Kamera weiter nach hinten und dann geht's los. So hey, ich muss deine Beine, muss andersrum. Die ist voll komisch. Die warte mal. Ich hab den Kopf auf der falschen Seite. Nein, warte, ich meine. Boah, geh weg hier. So, du musst sie so jetzt mit deinen Füßen unter. So. So. Oh. Jetzt geht es. Und der ist für mich. Stelle dich 5 Sekunden mit Anziehsachen unter die eiskalte Dusche. Ja. Boah, meine Hand ist so am Sweaten. Alles ist hier voller Schwitze. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bad, ne? Ab unter die Dusche. So, meine Lieben, willkommen im Bad. Und bevor ich jetzt gleich klitschnass triefe, beenden wir an dieser Stelle schon mal das Video. Aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich glaube, diesen Anblick wollt ihr nicht verpassen. Und wir hoffen wirklich, dass es euch ganz, ganz, ganz dolle gefallen amüsiert hat und wenn wir euch nur so ein kleines bisschen damit zum Lachen bringen konnten, dann würden wir uns wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, am Ende verlinke ich euch auch nochmal unsere zwei alten Wahrheit oder Pflicht Videos, die sind auch sehr lustig und sehenswert. Und ich würde sagen, dann reiche ich dir jetzt die Brause. Mach erst noch eiskalt. Ich verlinke.